Sehr geehrte Frau Vizerektorin, sehr geehrter Herr Bischof, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst ganz herzlichen Dank, dass ich bei dieser Gelegenheit hier das Wort ergreifen darf. Das ist ja nicht selbstverständlich. Auch vielen Dank für die freundliche Einführung, Herr Kollege Tapp. Meine Damen und Herren, was ist eine gute Religion? Geben Sie es mal durch. Im Jahre 2007 hat Uwe Justus Wenzel, der für die Geisteswissenschaften zuständige Redakteur im Feuilleton der NZZ, also der Neuen Zürcher Zeitung, unsere heutige Frage nach der guten Religion 20 Theologen, Philosophen, Soziologen, Religionswissenschaftlern, Psychologen und Historikern vorgelegt. Aus den Antworten ist ein schönes Büchlein mit dem Titel »Was ist eine gute Religion?« entstanden. Die abgedruckten Antworten freilich, wen mag das wundern, fallen höchst unterschiedlich und kontrovers aus. Und einige der Antwortenden kritteln im Vorfeld auch an der Frage »Was ist eine gute Religion?« herum. Das lässt sich leicht nachvollziehen. Denn wenn man diese Frage so nackt unkommentiert hört, wie auch Herr Tapsi für Ansgar Böckermann und mich in den Ring geworfen hat, fallen einem alle möglichen Erläuterungen und Vorbehalte und Kautelen ein, die man gerne vorausschicken würde, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, man sei doch einigermaßen ungebildet, unbedarft und einseitig, wenn man die Frage schnurstracks direkt beantwortet. So würde man gerne im Vorfeld erst einmal zurückfragen, was ist in der Frage mit Religion gemeint? Gibt es nicht höchst unterschiedliche Religionen? Und haben sie tatsächlich so viel gemeinsam, dass sie trotzdem alle unter einen gehaltvollen Begriff von Religion fallen? Und gut oder schlecht kann eine Religion ja offensichtlich in sehr verschiedenen Hinsichten sein. Trotzdem, ich breche hier die Liste mit den vielen Kautelen und das Lamento über die uralte Unübersichtlichkeit des Religiösen gleich wieder ab. Zum Glück habe ich, wie wir schon erfahren haben, nur 20 Minuten Zeit. Also keine Zeit für weitere Vorbemerkungen. Das strenge Zeitregime zwingt mich, unter den vielen möglichen Antworten frech und ohne weitere Vorbereitung und Vorsicht meine eigene Antwort auszuwählen. In Fragen der richtigen, der wahren, ja der guten Religion eigenmächtig das eigene zu wählen, daran hat Uwe Justus Wenzel erinnert, nannte die alte griechischsprachige Welt eine Häresie. Hier die von mir zu verantwortende Häresie ex cathedra zur Frage, was ist eine gute Religion. Eine gute Religion ist, eine Religion ist gut, wenn ihr zwei Dinge gelingen. Erstens, eine gute Religion wird durch alle Formen ihrer gemeinschaftlichen Praxis hindurch ihre Gläubigen auf eine vernünftige Weise in der Hoffnung und Zuversicht ermutigen, dass die großen Sinnfragen der Menschen am Ende doch anthropologisch positiv beantwortet sein werden. Und zweitens, eine gute Religion wird ihre Gläubigen existenziell nachhaltig zu einem Leben motivieren, in welchem sich möglichst viel von den erhofften positiven Antworten auf die Sinnfragen auf vernünftige Weise widerspiegelt und jetzt schon vorweggenommen ist. Meine Damen und Herren, das war sie schon. Meine heretische Ex-Kathedra, Antwort auf die Frage, was ist eine gute Religion? Zum Glück war sie so kurz, dass ich jetzt noch etwas Zeit habe, Ihnen diese Antwort ansatzweise zu erläutern. Ich werde drei Elemente in meiner Bestimmung einer guten Religion weiter kommentieren. Erstens die Sinnfragen, zweitens die Rolle der Vernunft und drittens die religiöse Lebensform. Zunächst also zu den Sinnfragen. Ein menschliches Leben, meine Damen und Herren, lebt sich nicht von alleine. Aus der bloßen Tatsache unseres Daseins,
Aus der Tatsache, dass sich jeder von uns eines Tages bewusst ist, in der Welt zu sein, muss jeder erst noch etwas Sinnvolles und Vernünftiges machen. Und dabei kommen wir Menschen nicht umhin, nach den fundamentalen Strukturbedingungen des menschlichen Daseins in der Welt zu fragen und diese Strukturbedingungen zu hinterfragen. Zu hinterfragen nämlich, ob gewisse Strukturbedingungen des Daseins tatsächlich so bestehen, wie es vielleicht zunächst den Anschein hat, und ob sie ein gutes, ein gelingendes Leben überhaupt ermöglichen oder im Gegenteil systematisch behindern oder sogar verhindern. Dabei fragen Menschen nicht ahistorisch, überzeitlich, sondern stets als Kinder einer bestimmten kulturellen Epoche nach den Sinnbedingungen des menschlichen Daseins. Unsere Epoche ist kulturell nachhaltig bestimmt durch die Erfolge der Wissenschaften. Und deshalb werden in der wissenschaftlichen Moderne die Resultate der Wissenschaften zu wichtigen Anstößen, über die Sinnfragen nachzudenken. Hier drei wichtige Beispiele für solche Sinnfragen, wie sie durch die Ergebnisse der Wissenschaften informiert und provoziert werden. Das erste Beispiel einer Sinnfrage. Wie konnten in einem vermeintlich anfänglich rein materiellen physikalischen Universum schließlich wir Menschen als erlebnisfähige und selbstreflexive Ich-Subjekte in Erscheinung treten? Ist es wirklich nur einem unglaublichen Zufall günstiger Rand- und Anfangsbedingungen und zielblinder Naturgesetze zu verdanken, dass im materiellen Universum wir Menschen als geistige Wesen aufgetreten sind? Sind wir als Individuen wie als Gattung Mensch tatsächlich nichts anderes als ein völlig randständiges und lediglich vorübergehendes Zufallsprodukt in einem unermesslichen, aber überall sinnfreien und sinnleeren physikalischen Universum, einem Universum, dem insbesondere das Wahre und Gute und Schöne schier gar nichts bedeuten? Ein zweites Beispiel einer Sinnfrage. Warum fühlen wir uns als Wesen, die unter einem eigentümlichen, unbedingten Sollen stehen? Warum fühlen wir uns als Wesen, die für vieles, was wir tun, frei und verantwortlich sind? Entspricht dieses Gefühl des Gefordertseins durch unbedingte Werte und Normen und entsprechen weiter diese Gefühle der Freiheit, der Verantwortung, der Scham und der Reue, der Realität, oder ist das alles zum Beispiel nur eine neuronal verursachte Illusion? Und schließlich eine Frage, die für mich persönlich, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, immer eine der wichtigsten Fragen gewesen ist: Was ist mit den unglaublich vielen unversöhnt und ungetröstet verstorbenen Opfern der Weltgeschichte? Ist die Chance unwiderruflich vorbei, dass sie doch noch getröstet werden und ihnen doch noch Gerechtigkeit widerfährt? Meine Damen und Herren, diese Fragen und viele andere Sinnfragen gehen uns unbedingt an, um es mit Paul Tillich zu sagen. Es macht für unser Leben einen Unterschied ums Ganze, wie sie beantwortet werden können und wie wir sie beantworten müssen. Und immer wieder hoffen nun Menschen darauf, dass sich das materielle Universum doch noch als darauf angelegt erweist, dass wir Menschen als selbstbewusste Subjekte in ihm auftreten, es erkennen und es selbstverantwortlich mitgestalten. Dass objektive Normen und Freiheit und Selbstverantwortung keine Illusionen sind, dass die Opfer der Weltgeschichte doch noch getröstet und ihnen doch noch Gerechtigkeit widerfährt. Auf solche anthropologisch positiven und optimistischen Antworten auf alle Sinnfragen hoffen insbesondere die Gläubigen vieler Religionen. Offensichtlich ist das für Christen, fromme Juden und Muslime. Und wie gesagt, in meinen Augen muss jede Religion, so sie gut genannt werden will,
ihre Gläubigen auf anthropologisch positive Antworten auf die Sinnfragen hoffen lassen. Damit bin ich schon bei meinem zweiten der drei angekündigten Kommentare. Es geht um die Rolle der Vernunft in einer guten Religion. Wir Menschen können auf anthropologisch positive Antworten auf die Sinnfragen nur hoffen. Wir können nicht wissen und beweisen, dass sie die richtigen Antworten sind. Aber wir sollten und können wissen, worauf wir eigentlich hoffen. Wir sollten uns selbst und allen anderen Rechenschaft ablegen können über die Inhalte und die Konsequenzen unserer Hoffnung. Und das tun wir, indem wir uns fragen, lassen sich und wie lassen sich anthropologisch positive Antworten auf die Sinnfragen mit unseren wichtigen anderen Überzeugungen verbinden. Ich selber denke, dass wir dabei drei wichtige Einsichten gewinnen können. Da ist zunächst einmal eine Einsicht, die ich gerne den Hauptsatz rationaler Theologie nenne, und der lautet: Berücksichtigen wir unser wissenschaftliches Wissen, so haben die Sinnfragen genau dann anthropologisch positive Antworten, wenn Gott, der allmächtige, allwissende, vollkommen gerechte und gütige Schöpfer und Erlöser der Welt ist. Diesen Hauptsatz rationaler Theologie vernünftig zu begründen, verlangt sehr sorgfältig und explizit ausformulierte Argumente. Dabei wird ersichtlich durch diesen doppelten Wenn-Dann-Satz, diese Äquivalenzbehauptung, nicht das Dasein Gottes bewiesen. Trotzdem haben insbesondere die vielen Argumente für das Dasein Gottes, die uns aus der Geschichte der Theologie und Metaphysik überkommen sind und die es immer weiter zu bedenken gilt, hier ihren legitimen Ort. An diesen Hauptsatz rationaler Theologie schließen sich zwei weitere Einsichten an, für die sich nach meiner Einschätzung gut argumentieren lässt. Da ist zunächst die Einsicht: Berücksichtigt man insbesondere die anerkannten Ergebnisse der wissenschaftlichen Erforschung der Welt, so folgen aus dem Gottesgedanken bzw. den anthropologisch positiven Antworten keine Sätze, die so offenkundig falsch oder absurd oder unabweisbar unplausibel sind, dass deshalb der Gottesgedanke bzw. die anthropologisch positiven Antworten inakzeptabel werden. Und vielmehr folgen aus dem Gottesgedanken sogar wichtige Erklärungen wichtiger Zusammenhänge in der Welt, wie sie gerade durch die Wissenschaften erkannt werden oder zumindest unterstellt werden müssen. Etwa die Existenz für uns in endlich vielen Schritten erkennbarer und technisch anwendbarer Naturgesetze. Wie gesagt, diese drei Einsichten durch genaues und gründliches Nachdenken zu begründen, ist keine triviale Aufgabe. Sie ist natürlich nicht abgeschlossen, sie lässt sich sowieso niemals endgültig abschließen. Gleichwohl dürfen Hoffnungen auf anthropologisch positive Antworten auf die Sinnfragen in dem Maße als vernünftig gerechtfertigt gelten, wie die aufgeführten drei Einsichten sich im gründlichen Nachdenken immer weiter bewahrheiten. Es zeichnet eine gute Religion aus, dass sie die skizzierte vernünftige Rechtfertigung ihrer zentralen Glaubensinhalte gewissenhaft als Daueraufgabe begreift und wahrnimmt. Dabei muss sie das Dasein Gottes hinterfragen. Auch radikale naturalistische Zweifel und Einwände gegen den Gottesgedanken akzeptiert eine gute Religion als ihre ständigen Begleiter. Eine gute Religion verfügt deshalb über Einrichtungen, in denen sie sich selbstkritisch offen reflektiert. Und ich verstehe das hierzu gerade gegründete Zentrum für Religionsphilosophie in Innsbruck als einen wichtigen Ort, sicher in Zukunft wichtigen Ort für diese Reflexionsaufgabe von Religion. Nun, meine Damen und Herren,
zum letzten der angekündigten drei Kommentare. Er handelt von der religiösen Lebensform. Alles, was ich bisher gesagt habe, könnte den Eindruck erzeugen, das Herzstück einer guten Religion mache eine metaphysische oder weltanschauliche Theorie und ihre vernünftige Begründung aus. In Wahrheit zielt eine gute Religion auf Formen eines gemeinschaftlichen Lebens, in denen sich Menschen wechselseitig darin ermutigen, ihr Leben wirklich auf die Hoffnung anthropologisch positive Antworten auf die fundamentalen Sinnfragen hinzuwagen. Wer in seinem Leben ernsthaft hofft, erwägt nicht nur intellektuell eine positiv bewertete Möglichkeit. Das tut er zwar auch und davon war bisher die Rede. Doch vor allem wird eine ernsthafte Hoffnung den Hoffnungen in seinem Leben tragen und ihn orientieren. Er wird sich immer wieder für Lebensformen entscheiden und an Lebensformen teilnehmen, durch die jetzt schon möglichst viel von dem Erhofften realisiert und vorweggenommen ist. Um es wenigstens anzudeuten. Meines Erachtens ist eine gute Religion um Lebensformen zentriert, die die Hoffnung antizipieren, dass vor und bei Gott nichts und niemand schon endgültig verloren ist. Und das bedeutet nach Möglichkeit, so wie es eben uns Menschen möglich ist, das bedeutet nach Möglichkeit, so zu leben, dass auch wir niemanden endgültig verloren gehen, sondern dass wir uns miteinander versöhnen und zumindest die Chance zu einer solchen Versöhnung offen halten. Dass wir so leben, dass das Anderssein der anderen für jeden von uns zur Quelle der Freude und der Bereicherung des eigenen Lebens wird, so verstehe ich im Grunde genommen das Liebesgebot von Judentum und Christentum, dass wir so leben, dass wir mit Demut wahrnehmen, wie wir in die Übel und Leiden der Welt als Täter und Opfer verstrickt sind, dass wir nicht vor uns und anderen verbergen, dass wir der Vergebung wie des Trostes bedürfen. Dass wir niemals im Namen Gottes Menschen wegen ihres Glaubens oder Unglaubens quälen, töten oder sie auch nur in ihrer geistigen Freiheit zum Atheismus und Agnostizismus einschränken und dergleichen mehr. Meine Damen und Herren, Sie alle kennen vermutlich die berühmte Pascalsche Wette. Gegen sie hat vor allem die rationale Entscheidungstheorie Einwände erhoben. Deshalb möchte ich diese Wette im Geiste Pascals in einen Test abwandeln. Die Testfrage lautet: Wie dramatisch ist es für die Lebensformen einer guten Religion, falls ihre metaphysische Basis in Gestalt anthropologisch positiver Antworten auf die Sinnfragen am Ende falsch sein sollte? Sind die richtigen Antworten auf die Sinnfragen anthropologisch positiv? Hat der religiös Glaubende natürlich nichts falsch damit gemacht, dass er religiös glaubt. Aber der Test zielt auf das Ausmaß des Scheiterns und er zielt darauf, dieses Ausmaß abzuschätzen, falls die Antworten auf die Sinnfragen negativ ausfallen. Nun, dann hat der Gläubige in einer guten Religion zwar, so muss man das glaube ich schon sagen, in einer Illusion gelebt, eben in der Illusion, die Antworten ließen sich positiv beantworten, aber sie werden nicht positiv beantwortet. Aber der Gläubige hat sich erstens nicht kognitiv und intellektuell irgendwie unverantwortlich verhalten oder gar blamiert. Anthropologisch positive Antworten auf die Sinnfragen waren ja eine ernstzunehmende, weil hinreichend vernünftig begründete und begründbare Möglichkeit, und sie bleiben es auch, sollten sie sich faktisch nicht realisieren. Und zweitens, in seinem Leben so viel wie möglich von anthropologisch positiven Antworten auf die Sinnfragen jetzt schon zu realisieren und vorwegzunehmen, gibt dem Leben eine positive, sinnstiftende Qualität,
die ihm auch dann nicht mehr nachträglich wieder abgesprochen werden muss und kann, falls das Erhoffte ausbleibt. Man hat sein Leben trotz einer Hoffnung, die sich am Ende nicht bewahrheiten wird, nicht verfuscht oder verfehlt. Eine Religion, die aus unserer Version von Pascals Wette in der beschriebenen Weise hervorgeht, scheint mir eine sehr gute Religion zu sein. Vielen Dank.
Soweit der erste Teil. Mir ist jedoch auch ein zweiter Punkt wichtig. Die analytische Philosophie war in ihren Anfängen explizit Metaphysik- und religionskritisch. Das ist heute nicht mehr so. Nicht nur zählen metaphysische Fragen auch in der analytischen Philosophie inzwischen wieder zu den legitimen philosophischen Fragen, auch theistische Positionen werden wieder als mögliche Antworten auf religionsphilosophische Fragen diskutiert. Das gilt auch für den deutschsprachigen Raum. Franz von Kutscherer wäre hier zu nennen, ich hatte die Namen schon erwähnt, aber auch Peter Roos und Holm Tetens. Es liegt sicher nahe zu fragen, wie es zu dieser Wende gekommen ist. Ich möchte aber hier einen anderen Aspekt betonen, der mir auch interessant zu sein scheint. Die genannten drei Philosophen sind alle Theisten. Sie fassen also die empirische Welt transzendierende Wirklichkeit als einen personalen Gott auf und sie haben ein außerordentlich positives Gottesbild. Für Holm Tetens, er hat das selber gerade nochmal betont, für Holm Tetens Theismus ist ganz wesentlich, dass in seinen Augen eine Welt, in der auch die allerschlimmsten Verbrechen ungeahndet blieben und in der die verzweifelten Opfer dieser Verbrechen ohne jeden Trost und ohne Gerechtigkeit leben müssen, geradezu unerträglich. Zitat: Auch der religiös vollkommen unmusikalische vermag zu erkennen, wie sehr die Erfahrungswelt eigentlich erlösungsbedürftig ist und wie sehr jeder von uns immer wieder der Vergebung und des Trostes bedarf. Aber dass wir Menschen uns selbst erlösen, das liegt ganz und gar außerhalb unserer Möglichkeiten. Unter Strich bleibt die existenzielle Botschaft des Naturalismus, das heißt der Annahme, dass die Erfahrungswelt, wie sie von den Wissenschaften beschrieben wird, schon die ganze Wirklichkeit ist, düster und trostlos. Zitat Ende. Diese Trostlosigkeit kann nur überwunden werden, wenn wir annehmen, dass es jenseits der empirischen Welt ein Wesen gibt, das die Macht dazu hat und das auch den Willen hat, die Verbrecher ihrer gerechten Strafe zuzuführen und die Opfer zu trösten und in ihrem Schmerz aufzufangen. Peter Roos vertritt in seinem Buch Der Platz zum Glauben eine im Kern kantische Position. Wir haben, so argumentiert er im Anschluss an Kants Postulate der praktischen Vernunft, einfach keinen rationalen Grund, uns moralisch zu verhalten, wenn wir nicht annehmen, dass am Ende das höchste Gut erreichbar ist, der Einklang von Glückseligkeit und Glückswürdigkeit. Während unseres Erdenlebens geschieht das aber in aller Regel nicht. Häufig geht es schlechten Menschen bis zu ihrem Tode gut, während viele, die sich in ihrem Handeln an moralischen Grundsätzen orientieren, keinen entsprechenden Lohn erhalten. Also ist das höchste Gut wohl nur im Jenseits erreichbar und das setzt voraus, dass wir erstens auch nach unserem biologischen Tod weiter existieren und dass es zweitens ein Wesen gibt, das in der Lage und willens ist, Glückseligkeit und Glückswürdigkeit in Einklang zu bringen, einen allmächtigen, allwissenden und vollkommen guten Gott. Schließlich Franz von Kutscherer. Er schließt sich keiner dieser beiden Überlegungen an. Er betont vielmehr, dass uns die empirische Welt transzendierende Wirklichkeit nur in überintentionalen Erfahrungen zugänglich ist. Und er fügt hinzu, Zitat: Überintentionale Erfahrungen schenken uns nicht nur neue Einsichten, sie konfrontieren uns auch mit dem riesigen Ausmaß unseres Nichtwissens. In ihnen scheint kurz eine ganz neue Wirklichkeit auf, die zu verstehen, uns aber alle Mittel fehlen. Sie ändern nur unser Bewusstsein, das Licht, in dem wir die Dinge sehen. Sie liefern keine neuen intentionalen Erkenntnisse. Auch christlicher Glaube liefert keine Informationen über die empirische Welt und unser empirisches Leben. Der Glaube beantwortet auch nicht alle unsere existenziellen Fragen. Zitat Ende. Dennoch, auch von Kutscherer nimmt ganz im Sinne des christlichen Glaubens an, dass es sich bei der die empirische Welt transzendierenden Wirklichkeit um ein personales Wesen handelt, das unter anderem die empirische Welt geschaffen hat. Und er betont immer wieder,
die Liebe Gottes zu uns Menschen, die so groß ist, dass sein Sohn Jesus und vielleicht auch wir ihn Abba nennen dürfen, Väterchen. Zitat: Im Zentrum der Botschaft Jesu steht die Liebe Gottes zu den Menschen und der Aufruf, die empfangene Liebe den Mitmenschen zuzuwenden. Eine gläubige Bekannte hat mir einmal gesagt, sie halte Gott grundsätzlich für unbegreiflich. Zugleich sei er für sie aber ein Wesen, in dem alles irgendwie geborgen und gut ist. Ich muss gestehen, dass mir diese Haltung durchaus sympathisch ist. Aber, wieder die Frage, steht sie auch im Einklang mit dem, was wir über die Welt wissen? Ich denke, dass letztlich hier der Ort des allgemein sogenannten Problems des Übels liegt. Ein Problem, das ich lieber das Problem des Leides nennen möchte. Wie passt die Annahme, dass Gott uns liebt, zu der Tatsache, dass es in unserer Welt so entsetzlich viel Leid und Elend gibt? John Schellenberg argumentiert, wenn eine Mutter ihr Kind wirklich liebt, dann gilt, Zitat, eine liebende Mutter, also erstens, er hat 5 Punkte, erstens, eine liebende Mutter würde allen ernsthaften Bitten ihres Kindes als wichtig erachten und versuchen, für eine schnelle Antwort zu sorgen. Zweitens, eine liebende Mutter würde ihrem Kind unnötige Traumata ersparen wollen und positiver gewendet das physische und emotionale Wohlergehen ihres Kindes befördern wollen. Drittens, eine liebende Mutter würde versuchen zu verhindern, dass in ihrem Kind falsche und irreführende Gedanken über sie selbst und über ihre Beziehung zu ihrem Kind bestärkt werden. Viertens, eine liebende Mutter würde sich wünschen, wann immer möglich persönlichen Umgang mit ihrem Kind zu haben. Und fünftens, eine liebende Mutter würde ihr Kind vermissen, wenn sie von ihm getrennt wäre. Entsprechendes müsste nach Schellenberg auch für Gott gelten, wenn er uns Menschen wirklich liebt. Also alle Punkte müssten mutatis mutandis auch für Gott gelten. Aber offenbar ist das nicht so. Was wir um uns herum wahrnehmen, passt also nicht zu der Annahme eines Gottes, der seine Geschöpfe wirklich liebt. Schon in der Antike war klar, dass die Welt, in der wir leben, alles andere als vollkommen ist. Und deshalb dachten schon damals viele, dass diese Welt nicht von einem vollkommenen Wesen geschaffen worden sein kann. Hinzu kommt, dass im Platonismus die materielle Welt grundsätzlich als minderwertig, zum Teil sogar als nicht existent, nicht seiend angesehen wurde, sodass schwer vorstellbar war, dass Gott, das höchste Seiende, eine materielle Welt geschaffen haben könnte. Ende des 1., Anfang des 2. Jahrhunderts entwickelt sich die auch von Platonismus beeinflusste Gnosis, für die insbesondere 2 Grundannahmen zentral sind. Sowohl der höchste Gott als auch der Erlöser sind vollkommen transzendente Wesen. Sie kommen per Definition nicht mit dem Irdischen in Berührung und unterliegen keinerlei Veränderungen. Zweitens, daraus folgt konsequenterweise ein protologischer Dualismus, wonach es bereits auf der Ebene der Gottheit vor der Weltentstehung zu einer Spaltung zwischen einem ersten höheren und einem zweiten niederen Gott kommt, der nicht über die Reinheit der ersten Instanz verfügt. Allein die zweite Gottheit tritt als Schöpfer des Irdischen in Erscheinung. Zitat Ende. Noch dezidierter ist die Weltsicht des stark von der Gnosis beeinflussten Manichäismus, zu dessen Hauptthesen die Annahme zweier Naturen oder Prinzipien zählt, der Prinzipien des Lichts und der Finsternis. Die Details der Lehre des Manichäismus sind zwar bizarr, mir geht es hier aber nur um die Grundidee, die Annahme, dass es nicht einen allmächtigen, allwissenden, vollkommen guten Gott gibt, der die Welt erschaffen hat und heute noch lenkt, sondern 2 entgegengesetzte Grundprinzipien, die zunächst in einer vergangenen Zeit getrennt waren, die danach in einer Zeit, die jetzt noch andauert, gemischt sind und die in Zukunft irgendwann endgültig getrennt sein werden. Ich will auf Folgendes hinaus.
Wenn wir die Welt um uns herum betrachten, dann sehen wir in ihr unbestreitbar viel Schönes und Bewundernswertes. Auf der anderen Seite ist diese Welt aber auch äußerst unvollkommen. Es gibt schreckliche Krankheiten und Naturkatastrophen. Menschen verüben die entsetzlichsten Verbrechen und Hunderttausende müssen qualvolle Schmerzen und schreckliches Leid ertragen. Die Welt zeigt uns also ein Doppelgesicht. Schön und beeindruckend auf der einen und böse und schrecklich auf der anderen Seite. Welche Religion steht mit dieser Tatsache besser im Einklang? Eine Religion wie das Christentum, die davon ausgeht, dass ein allmächtiger, erwissender und vollkommen guter Gott diese Welt erschaffen hat? Oder eine Religion wie der Manichäismus, die von zwei Prinzipien ausgeht, einem Guten und einem Bösen, die im Kampf miteinander liegen? Mir scheint die sozusagen nüchterne Antwort heißt, es ist der Manichäismus. Und deshalb frage ich, muss eine Religion der zwei Prinzipien mit dem Christentum gegenüber nicht als die bessere Religion gelten? Und jetzt kommt eine psychologische Nachbemerkung. Mein Eindruck ist, dass die meisten Menschen oder vielleicht auch nur die meisten Menschen in unserem Kulturkreis solche Religionen nicht mögen. Mögen sie noch so gut begründet sein. Sie mögen nicht einmal die Annahme, dass es in dieser Welt einen Teufel gibt, der uns immer wieder zum Bösen versucht und immer wieder Unheil und Streit anrichtet. Der Teufel verschwindet immer mehr aus dem öffentlichen Bewusstsein. Die meisten Menschen bevorzugen die Annahme, dass Gott ein liebender Vater ist, in dem wir letzten Endes gut aufgehoben sind und der irgendwann alles zum Guten wenden wird. Aber steckt in dieser Annahme nicht doch mehr Wunschdenken als nüchterne Überlegung? Herzlichen Dank. Jetzt hast du keine. Okay. Ja, meine Damen und Herren, erstmal vielen Dank, Ansgar. Wir bleiben natürlich beim Du, Sie haben es schon gemerkt. Kein Grund, jetzt zum Sie wieder überzugehen. Noch nicht. Nein, auch nach dieser Veranstaltung. Und es ist natürlich schwer, auf die Fülle der Aspekte, auf die man eingehen könnte, jetzt einzugehen. Deshalb habe ich mich entschlossen, mich auf einen zentralen Punkt zu konzentrieren in dieser ersten vorbereiteten Replik. Also ich glaube, dass es zwischen Ansgar und mir einen zentralen Dissens gibt. Und ich will, wie gesagt, versuchen, diesen Dissens möglichst konturscharf zu zeichnen. Ansgars zentrale und wie mir scheint wichtigste These lautet, bei nüchterner Betrachtung der Fakten spricht nichts für den Grundgedanken des Theismus und damit für die in der Tat mit Kutschera geredet unverschämt optimistischen Antworten des Theismus auf die Sinnfragen, sondern es spricht sehr vieles dagegen. Und es ist genau dieser Satz, an dem wir uns natürlich unterscheiden und den ich jedenfalls nicht mittrage. Nun beginne ich, und das ist mir schon sehr wichtig und ich betone das noch einmal, ich beginne niemals direkt einfach mit dem Theismus, sondern ich beginne mit dem Boot, in dem wir alle gemeinsam sitzen. Gleichgültig, ob Theist oder Atheist oder Agnostiker oder Manichäer oder Neuplatonist oder harter Physikalist, oder was auch immer die Metaphysikgeschichte und Religionsgeschichte an wunderlichen oder weniger wunderlichen Weltsichten bereithält. Die Planken dieses Schiffes, ohne welches wir hoffnungslos als geistige Wesen ersaufen müssen, die Planken dieses Schiffes, dieses Bootes, werden gebildet von den Sinnfragen, in denen wir Menschen uns im Horizont der Frage nach einem guten, einem gelingenden Leben
mit den fundamentalen Strukturbedingungen des menschlichen Daseins auseinandersetzen, ja auseinandersetzen müssen. Auf diese Sinnfragen sind jedenfalls schon rein logisch und begrifflich verschiedene Antworten möglich und denkbar. Und was spricht für diese verschiedenen Antworten? Und was spricht gegen sie? Ansgar schlägt vor, halte dich nüchtern, das betont er immer, nüchtern, halte dich nüchtern an die Fakten, an die Tatsachen, dann erhältst du zumindest teilweise Antworten auf die Sinnfragen und du kannst jedenfalls erkennen, dass die theistisch positiven Antworten auf die Sinnfragen falsch sind. Und unter Fakten, Tatsachen versteht Ansgar, so glaube ich, die anerkannten Ergebnisse der wissenschaftlichen Erforschung der empirischen Welt. Falls man allein die Ergebnisse der wissenschaftlichen Erforschung der empirischen Welt dafür in Betracht zieht, welche Antworten auf die Sinnfragen der Realität entsprechen, also wahr sind, dann lassen sich jedenfalls die Antworten des Theismus als unwahr, als falsch erkennen. Aber, so frage ich, warum sollen wir ausschließlich die Ergebnisse der wissenschaftlichen Erforschung der Welt heranziehen für Antworten auf die fundamentalen Sinnfragen? Ja, gibt es etwas anderes als die Erfahrungswelt, wie sie wissenschaftlich erfolgreich erforscht wird? Klar, man kann mir diese Frage entgegenhalten. Und ich denke, dass die Ausführungen von Ansgar in beträchtlichem Umfang davon leben, dass er mir diese Frage ständig indirekt oder direkt entgegenhält. Damit lebt Ansgars Einwand gegen mich dialektisch am Ende von einem Kernsatz des Naturalismus. Es gibt nur die Erfahrungswelt, die weitgehend wissenschaftlich erfolgreich erforscht wird. Dieser Satz ist keine logische Konsequenz der Ergebnisse der Wissenschaften. Ich erlaube mir, diesen Satz hier ohne jede weitere Erläuterung einen metaphysischen Satz zu nennen. Dann gilt erst aus der metaphysischen Annahme, dass es nur die Erfahrungswelt gibt, wie sie weitgehend erfolgreich wissenschaftlich erforscht wird, folgen unter Berücksichtigung der inhaltlichen Ergebnisse der wissenschaftlichen Erforschung eben dieser empirischen Welt, dass die Antworten des Theismus auf die fundamentalen Sinnfragen der Menschen falsch sind. Und daraus folgt weiter die Zurückweisung der anthropologisch positiven Antworten auf die Sinnfrage, muss in dem Maße ernst genommen und akzeptiert werden, in welchem man die metaphysische Annahme des Naturalismus ernst nimmt oder glaubt, akzeptieren zu müssen. Ich nehme die metaphysische Annahme des Naturalismus ernst, sogar sehr ernst. Und deshalb sage ich, ja, der Naturalismus in seiner Anwendung auf die fundamentalen Sinnfragen des Menschen beschreibt eine existenziell ernstzunehmende Möglichkeit, wie es um die Welt und die Stellung des Menschen in der Welt bestellt sein könnte. Und deshalb habe ich im Eingangsvortrag gesagt, auch in einer guten theistischen Religion ist der Naturalismus und ist der naturalistische Zweifel der ständige Begleiter des Gottesgedankens. Ansgar verstehe ich allerdings so, dass er nicht bereit ist, ein analoges Zugeständnis gegenüber dem Theismus zu machen, wie ich es gegenüber dem atheistischen Naturalismus einräumen. Und diese Asymmetrie ist im Grunde genommen für die Debattenlage nicht ganz unwichtig. Wie auch immer, halten wir aber ein zweites fest. Wenn wir die Zentralthesen des Theismus akzeptieren, dann ergeben sich daraus andere, und zwar anthropologisch positive Antworten auf die fundamentalen Sinnfragen. Das ist das, was ich etwas ironisch den Hauptsatz rationaler Theologie nenne. Also haben wir die folgende dialektische Situation. Hinter dem Gegensatz von anthropologisch negativen und anthropologisch positiven Antworten auf die Sinnfragen steht der Gegensatz von zwei konträren metaphysischen Annahmen, der Annahme des Naturalismus und der Annahme des Theismus. Was also spricht für oder wieder den Naturalismus, beziehungsweise den Theismus?
Und niemand sage jetzt bitte, die Fakten, die Tatsachen, die anerkannten Ergebnisse der Wissenschaften, die beweisen weder den Naturalismus, noch widerlegen sie ihn natürlich. Und sie beweisen natürlich nicht den Theismus, sie widerlegen ihn aber auch nicht. Also erneut, was spricht für den Naturalismus, was gegen ihn, was für den Theismus, was gegen ihn. Für den Theismus spricht einiges. Unter anderem spricht für ihn, dass er die anthropologische Tatsache, dass sich der Mensch metaphysische Sinnfragen stellt und sich mit den Sinnbedingungen des menschlichen Daseins auseinandersetzen muss, gut verständlich machen kann. Der Naturalismus kommt bei Lichte besehen wesentlich schlechter mit dieser Tatsache zurecht. Um es kurz zu sagen, der Überlebensvorteil des radikalen metaphysischen Fragens und Denkens geht angesichts eines vermeintlich rein materiellen Universums praktisch gegen Null. Aber spricht das gegen die Sinnfragen oder spricht das gegen den Naturalismus? Ich komme darauf am Schluss zurück. Und dann, meine Damen und Herren, spricht für den Theismus, und jetzt halten Sie sich bitte fest, für den Theismus spricht selbstverständlich, dass er die Sinnfragen anthropologisch positiv beantwortet. Ich höre förmlich den inneren Aufschrei bei vielen von Ihnen. Also doch Wunschdenken. Die Entscheidung für den Theismus ist die Entscheidung für die optimistischere, die angenehmere, die bessere Sicht auf die Welt und auf das menschliche Leben. Lassen wir einmal das in vielerlei Hinsicht völlig deplatzierte Wort angenehm beiseite. Ist der Naturalismus schon deshalb wahr oder zumindest zu bevorzugen, weil seine Auskünfte über die Stellung des Menschen in der Welt eher anthropologisch negativ und pessimistisch ausfallen? Nein, das kann natürlich nicht sein. Und die wissenschaftlichen Fakten sind es auch nicht, die einen Vorzug des Naturalismus begründen, denn die Fakten begründen nicht den Naturalismus. Der Theist bezweifelt nicht die Ergebnisse der Wissenschaften, er bezweifelt ihre naturalistische Interpretation. Und ich denke, folgende Maxime ist völlig akzeptabel. Bevor man in seinem Leben nicht an einer positiv zu bewertenden Option sich orientiert, muss eine negativ zu bewertende Option deutlich besser begründet und deutlich plausibler sein als die positiv bewertete Option. Aber von einer solchen erdrückenden Überlegenheit kann im Fall des Naturalismus nicht die Rede sein. Der Naturalismus steht nicht viel besser da als der Theismus. Der Naturalismus erklärt ja im Grunde genommen nicht viel. Er beschreibt vielmehr nur hoffend die Erfolge der wissenschaftlichen Erforschung der Welt für die Zukunft fort. Der Naturalismus erklärt den Erfolg der Wissenschaften nicht, er konstatiert diesen Erfolg und er lebt von diesem Erfolg. Der Theismus hingegen kann durchaus wichtige Aspekte am Erfolg der Wissenschaften verständlich machen. Deshalb sage ich insgesamt, wer den Naturalismus als Möglichkeit, wie es um die Lage des Menschen in der Welt bestellt sein könnte, existenziell ernst nimmt, der hat trotzdem auf keinen Fall schlechtere Gründe, auch den Theismus als Möglichkeit, wie es um die Lage des Menschen in der Welt bestellt sein könnte, existenziell ernst zu nehmen. Und dieser Vergleich und diese Abwägung reichen schon, um die Glaubensinhalte einer theistischen Religion gegen die Vorhaltungen der Naturalisten in Schutz zu nehmen. Theistisch zu hoffen sei offenkundig und in hohem Maße unvernünftig und in jedem Fall intellektuell naiv. Insgesamt würde ich den Konflikt zwischen Ansgar und mir so auf den Begriff bringen und ein Argument bringen. Ansgar behauptet, die Ergebnisse der wissenschaftlichen Erforschung der Welt sprechen dagegen jedenfalls nicht dafür, dass die Antworten des Theismus auf die Sinnfragen wahr sind. Ich halte diesen Satz für falsch. Meines Erachtens muss an seine Stelle der folgende Satz treten.
Unter der metaphysischen Annahme des Naturalismus, der kein Resultat der Wissenschaften ist, folgt aus den inhaltlichen Ergebnissen der Wissenschaften, dass der Theismus und seine Antworten auf die Sinnfragen falsch sind. Und dieser Satz rechtfertigt nicht den Schluss: Die Antworten des Theismus auf die Sinnfragen sind falsch oder mehr oder weniger erschreckend unplausibel. Lassen Sie mich das an einem einzigen Beispiel noch verdeutlichen. Ansgar sagt im Zusammenhang mit der Theodizee-Problematik, er hat das nicht jetzt vorgetragen, aber es ist sozusagen charakteristisch für den Dissens, er sagt dort: Ich nehme dieses Problem sehr viel ernster als Tetens und von Kutscherer. Und von Kutscherer sagt, das zitiert Ansgar, dass wir der Antwort auf das Theodizee-Problem, dass wir der Antwort aber gewahr werden, wenn wir eines Tages Gott von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. In meinen Augen, so Ansgars Kommentar, in meinen Augen eine merkwürdige Ausflucht. Meine Damen und Herren, warum soll Kutscherers Antwort, die ich im Prinzip teile, eine Ausflucht sein? Das ist sie nur, wenn der Satz gilt: Jede überhaupt nur akzeptable Antwort auf eine sinnvolle Frage muss von der Art sein, dass sie in dieser empirischen Welt mit den uns hier gegebenen Erkenntnismöglichkeiten als wahr erkannt werden kann. Warum soll das so sein? Warum ist Kutscherers Überlegung eine billige und epistemisch unhaltbare Vertröstung auf ein Jenseits? Das ist sie doch höchstens dann, wenn man schon unterstellt und zu wissen meint, dass es nur diese Erfahrungswelt gibt. Wenn man diese metaphysische Unterstellung nicht teilt und deshalb konsistent annehmen darf, dass der Tod nicht das endgültige Ende eines bewussten individuellen Lebens ist, dann ist es nur konsequent anzunehmen, dass wir bestimmte fundamentale Aspekte an unserem Leben und unserer Stellung in der Welt erst zutreffend erkennen und wissen, nachdem wir den physischen Tod hinter uns gebracht haben. Unter anderem wissen wir erst dann, was der physische Tod aus uns und mit uns am Ende wirklich macht. Der Gottesgedanke ist ohne den Auferstehungsgedanken nicht sinnvoll zu haben. Das ist, und ich sehe das genauso, das ist eine harte, auch intellektuell harte Zumutung. Aber es ist völlig legitim, wenn der Theist sagt: Wenn der Theismus wahr sein sollte, dann werden wir das konsequenterweise nach unserem Tod auch erfahren. Aber auch erst dann. Beim Naturalismus tut sich in dieser Hinsicht übrigens ein anderes Problem auf. Wann wäre der Naturalismus mit der für ihn konstitutiven These, dass das Mentale mit seinen physischen Korrelaten zu identifizieren sei, endgültig verifiziert? Das wäre dann der Fall, wenn alle physischen Bedingungen, die nach dem Naturalismus hinreichend und notwendig für Bewusstsein sind, wieder weggefallen sind und es dann Bewusstsein im ganzen Universum auch tatsächlich gar nicht mehr gibt. Kurz, der Naturalismus ist endgültig verifiziert, wenn es niemanden mehr gibt, seine Wahrheit noch feststellen zu können. Warum soll man nicht das absurd nennen? Warum soll die eigentlich völlig konsequente und kohärente Behauptung absurd sein: Wenn der Theismus wahr ist, werden wir das schließlich auch erkennen, aber erst dann, wenn wir den physischen Tod hinter uns gebracht haben. Zu den Sinnfragen gehört auch die Frage nach dem Sinn der Sinnfragen übrigens, nämlich in der Gestalt: Warum sind wir als vermeintliche Produkte nur eines rein materiellen Geschehens Wesen, die sich metaphysische Sinnfragen stellen, in denen sie gerade darüber nachdenken, ob sie mehr sind als nur materiell komplexe Gebilde? Falls wir doch niemals die richtige Antwort erkennen und erfahren werden. Eine anthropologisch positive Antwort auf die Sinnfrage lautet: Wir sind schon in dem Vermögen, über uns als materielle Wesen hinauszudenken. Mehr als nur komplizierte, rein materielle Gebilde.
Und der Weltprozess ist so vernünftig eingerichtet, dass wir am Ende die wahren Antworten auf unsere sinnvollen metaphysischen Fragen erfahren und erkennen werden. Diese optimistische Antwort ist mit dem Theismus zu haben und sie ist nicht zu haben mit dem Naturalismus. Für mich, der ich mich als Philosoph und Metaphysiker ernst nehme und ernst nehmen sollte, ein gewichtiger Grund, auf die Wahrheit des Theismus zu hoffen. Wohlgemerkt, zu hoffen. Für den Naturalisten gibt es, so scheint mir, in dieser Hinsicht gar nichts zu hoffen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, da sind jetzt so viele Fragen angesprochen, dass die jetzt noch zur Verfügung stehende Zeit sicher nicht ausreicht, auf alle einzugehen. Ich muss und will mich deshalb auf einige beschränken, die mir besonders wichtig sind. Wenn ich Holm richtig verstanden habe, sieht er den Dissens zwischen uns unter anderem darin begründet, dass wir zwei unterschiedliche und gegensätzliche metaphysische Thesen vertreten und zu begründen versuchen, ich den Naturalismus und er den Theismus. Und ohne, wie er selbst das gesagt hat, das weiter zu begründen, geht er eben davon aus, dass der Naturalismus eine metaphysische Position ist. Und genau das ist etwas, was ich fundamental und vehement bestreiten würde. Ich hatte vorhin Religion als die Annahme im Kern, als die Annahme bezeichnet, dass es hinter der empirischen Welt noch eine andere Wirklichkeit gibt. Und der Naturalismus, auf einen einfachen Nenner gebracht, vieles kann unter diesem Wort verstanden werden, ist genau die Bestreitung dieser These. Es gibt hinter, neben der empirischen Welt noch eine andere Welt. Und ich sage, das ist keine metaphysische, das ist eine ganz normale empirische Hypothese, die durch empirische Überlegungen gestützt oder auch widerlegt oder zumindest angezweifelt werden kann. Und das Argument, um es nochmal ganz kurz zu sagen, Ich möchte einen Satz noch dazwischen schieben. Ich habe nie gesagt, die Fakten zeigen, dass es keinen Gott gibt, dass der Theismus falsch ist. Ich habe immer gesagt, die Fakten geben uns keinen Grund, diese Annahme für wahr zu halten. Das möchte ich nur, dass Sie das im Gedächtnis behalten. Also mein Argument dafür, dass der Naturalismus wahr ist, ist eben genau das Argument, es gibt keine Fakten, die für den und dafür sprechen, dass es hinter oder neben der empirischen Welt noch eine andere Wirklichkeit gibt. Nun unterstellt mir Holm hier vielleicht einen gewissen argumentativen Trick, indem er mir zuschreibt, ich würde unter Fakten die anerkannten Ergebnisse der wissenschaftlichen Erforschung der Welt verstehen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Erinnern Sie sich, wie ich meine Argumentation begonnen habe? Ist die Annahme einer transempirischen Realität mit dem in Einklang, was wir über die Welt wissen? Alles, was wir über die Welt wissen, sind die uns zugänglichen Fakten, von denen wir ausgehen müssen. Es ist übrigens tatsächlich so, dass ein Punkt, auf den ich gleich nochmal zurückkommen werde, immer wenn wir uns überlegen, was wir glauben sollen, können wir nicht anders als von dem auszugehen, was uns zugänglich ist. Wenn es bestimmte Fakten in der Welt geben sollte, von denen wir einfach nichts wissen, aus prinzipiellen oder aus kontingenten Gründen, dann kann das für die Frage, ob eine bestimmte Annahme wahr oder falsch ist, entscheidend sein. Aber für unsere Überlegung, ob wir diese Annahme für richtig halten sollen oder nicht, kann es nicht entscheidend sein. Wir können uns nicht auf etwas stützen, von dem wir nichts wissen. Aber nochmal,
Fakten sind für mich wissenschaftliche Fakten, aber auch alltägliche Fakten und vieles mehr. Ich komme gleich mit einem Beispiel darauf zurück. Ich folge im Übrigen, das hat Holm mir in seinem Buch vorgeworfen, auch keinem methodischen Atheismus. Vielmehr behandle ich die Hypothese des Theismus wie jede vergleichbare andere These. In meinen Augen wäre es also durchaus möglich, dass es empirische Phänomene gibt, die sich nur oder jedenfalls höchstwahrscheinlich unter Bezug auf übernatürliche Wesen und Kräfte angemessen erklären lassen. Ich hoffe, Sie alle gehen davon aus, und mit guten Gründen, davon aus, dass es keine Hexen gibt. Aber natürlich könnte es Hexen geben. Es könnte so sein, dass es Menschen gibt, die, wenn sie andere Menschen verfluchen oder zum Beispiel einen Baum verfluchen, dass dieser Baum verdorrt. Und das könnte ein empirisches Faktum sein, dass das immer wieder vorkommt. Da gibt es eine Frau in unserem Dorf, nehmen wir mal die Frau daraus, also nehmen wir Hexer, da gibt es einen Mann in unserem Dorf, der das wirklich schafft. Der es immer, wenn er will, durch sein reines Wollen oder durch einen Zauberspruch gelingt, eine Ernte verdorren zu lassen. Ich würde sagen, wenn das so wäre, hätten wir keine natürliche Erklärung dafür. Also, und das wäre auch ein Faktum, wenn es denn so wäre. Also, nicht nur Wissenschaft. Genauso wäre es natürlich möglich, dass es Fakten gibt, die belegen, dass Rituale, Gebete und Opfer doch wirksame Mittel zur Erreichung bestimmter Ziele sind. Und es wäre auch durchaus möglich, dass es Fakten gibt, die für die Existenz eines christlich verstandenen Gottes sprechen. Also durch meinen Begriff des Faktums ist das nicht ausgeschlossen. Ich folge keiner methodischen Maxime, die dies ausschließt. Ich sage nur, de facto ist es nicht so. Es ist nicht so, dass es Hexer gibt. Und das ist ein empirisches Faktum, nichts, was ich irgendwo herleiten könnte. Etwas grundsätzlicher, wenn es darum geht, herauszufinden, ob es etwas gibt, das man nicht direkt wahrnehmen kann, ist in meinen Augen die beste Methode der Schluss auf die beste Erklärung. Ich hatte das Beispiel mit der dunklen Materie schon angeführt, das werde ich nicht wiederholen. Aber ich will meine Kernthese noch einmal wiederholen. Es gibt in der empirischen Welt, es gibt keine Erfahrung, die wir machen, keine Fakten, die wir feststellen können, die sich nur durch die Annahme übernatürliche Wesen und Kräfte angemessen erklären ließen. Erdbeben, Krankheiten, Unfälle, auch erfolgreiche Unternehmungen benötigen keine solche Wirklichkeit zu ihrer Erklärung. Es gibt einfach keine Hinweise, die darauf deuten, dass Menschen, die beten, Opfer darbringen und bestimmte Rituale durchführen, häufiger das erlangen, was sie auf diese Weise erreichen wollen, als Menschen, die das nicht tun. Und jetzt allerdings ein ganz diametraler Widerspruch, Holm. In meinen Augen ist die Tatsache, dass nur die Annahme eines allmächtigen, allwissenden, vollkommen gerechten und gütigen Gottes positive Antworten auf deine Sinnfragen zulässt, kein Grund für die Existenz einer solchen Gottes zu sprechen. Dass ein bestimmtes Medikament eine Handkrankheit heilt, die wir bis heute nicht heilen können, ist kein Grund zu glauben, dass das, was wir hier vorhaben, vor uns haben, dieses Medikament ist. Dass etwas positive Folgen haben würde, ist kein Grund daran zu glauben, dass es das gibt. Ich springe ein bisschen. Kommen wir nochmal zum Problem des Leides. In meinen Augen kann man das Problem des Leides nicht einfach dadurch beiseite schieben, dass man sagt, irgendwann werden wir die Antwort wissen. Ich werde das gleich noch ein bisschen weiter erläutern. Das, was wir heute sehen in der Welt, die vielen Toten, das unsägliche Leid, das zigtausende Menschen und auch Tiere erfahren, ist in meinen Augen, ohne wenn wir keine anderen Begründungen haben, dieser Konklusion auszuweichen, ist ein deutliches Indiz
dafür, dass Gott, wenn es ihn denn gibt, nicht so ist, wie die Christen sich vorstellen. Es könnte ein deistischer Gott sein. Das wäre mit dem Leid vereinbar, der die Welt erschaffen hat und dann gesagt hat, das war's, interessiert mich nicht mehr. Es könnte sein, dass der Manichäismus recht hat. Es gibt viele andere Erklärungen, aber die Tatsache des Leides in der Welt ist in meinen Augen ein ganz starker Grund daran zu zweifeln, dass Gott uns liebt. Und ob eine Religion, die eine transempirische Wirklichkeit postuliert, die keinen liebenden Gott enthält, tatsächlich noch attraktiv wäre, das wage ich zu bezweifeln. Nun hat Holm unter anderem kritisiert, dass ich von Kutscherers Antwort, wir werden das schon erfahren, wenn wir direkt im Angesicht Gottes sein werden, für eine merkwürdige Ausflucht halte. Und nimm es jetzt nicht böse, das wird jetzt ein bisschen drastisch. Das veranlasst mich zu einer weiteren grundsätzlichen methodischen Bemerkung. Ich hatte die schon angedeutet. Wenn es darum geht, was herauszubekommen, was zu glauben rational ist, dann müssen wir uns an das halten, was wir wissen. Wir können und müssen von den uns zugänglichen Fakten ausgehen. Wie gesagt, jetzt wird es etwas drastisch. Stellen Sie sich vor, in einem Mordprozess gibt es viele Indizien, die dafür sprechen, dass Hans Schmidt der Täter ist. Aber sein Verteidiger argumentiert, der Angeklagte sei am Tag vor der Tat von Außerirdischen entführt und durch einen Doppelgänger ersetzt worden, der dann die Tat begangen habe. Danach hätten die Außerirdischen den Doppelgänger ausgelöscht und den Angeklagten wieder an seinen Platz gesetzt. Und jetzt kommt's. Und weiter führt er aus, in der empirischen Welt gäbe es leider keine Fakten, die dies stützen könnten. Aber hinter der empirischen Welt gäbe es noch eine andere Wirklichkeit. Und wenn wir zu dieser Wirklichkeit Zugang hätten oder haben werden, würden oder werden wir sehen, wie viele Belege es für seine These gibt. Natürlich kann es sein, dass der Verteidiger recht hat, wenn man überhaupt an Außerirdische glaubt. Aber wäre es wirklich rational, ihm zu folgen? In meinen Augen nicht. Wir müssen uns an das halten, was wir... Was sagt denn unsere Zeit? Ein bisschen haben wir noch. Holm Tetens geht es, und das, da ist er nicht der Einzige. Also ich sehe ja große Gemeinsamkeiten zwischen von Kutscherer, Peter Roos und Holm Tetens. Unter anderem um eine bestimmte Praxis, die er gern stärkt sehe. Das war sein Punkt B. Das ist auf Ihrem Handout ganz vorne, auf dem Handout von dem Eingangsstatement von Holm Tetens. Das muss ich hier nicht wiederholen. Ich muss gestehen, dass ich zunächst nicht recht wusste, worauf Holm Tetens hier hinaus will. Denn mir war nicht klar, was ein Leben ist, in dem sich möglichst viel von den erhofften positiven Antworten auf die Sinnfragen und auf vernünftige Weise widerspiegelt und vorweggenommen ist. Doch in seinem dritten Kommentar werden die Dinge etwas klarer. Es geht Tetens, also Holm, um Lebensformen, die Hoffnung antizipieren, dass vor und bei Gott nichts und niemand schon endgültig verloren ist. Diese Lebensformen fordern, dass wir so leben, dass auch wir niemanden endgültig verloren geben, sondern dass wir uns miteinander versöhnen und zumindest die Chance dazu immer offen zu halten versuchen. Dass wir so leben, dass das Anderssein der anderen für jeden von uns zur Quelle der Freude und Bereicherung des eigenen Lebens wird. Dass wir so leben, dass wir mit Demut wahrnehmen, wie wir in die Übel und Leiden der Welt als Täter und Opfer verstrickt sind, und dass wir vor uns und anderen jederzeit erkennen geben, dass wir der Vergebung wie des Trostes bedürfen, dergleichen mehr. Ich hatte es schon gerade angedeutet, damit ähneln Holms Vorstellungen denen von Franz von Kutscherer, der immer wieder betont, dass die wichtigste Botschaft des Christentums das Gebot der Nächstenliebe sei. Holm und von Kutscherer haben also ein Miteinander umgehen vor Augen, in dem nicht mehr Konkurrenz und Eigennutz oder sogar Gewalt vorherrschen, in dem vielmehr die Sorge umeinander, das gegenseitige Helfen im Vordergrund stehen und das Eigeninteresse im Zweifelsfall zurücksteht. Ich denke, dass viele von uns einen solchen mitmenschlichen Umgang für erstrebenswert halten.
aber sie trauen sich und ihren Mitmenschen nicht. Sie glauben nicht, dass Menschen dieses Ziel ohne weiteres erreichen können. Und deshalb halten sie es für eine gute Idee, die Religion ins Spiel zu bringen und Gott als ein Wesen einzuführen, das uns, das von uns Nächstenliebe fordert und das uns am Ende aller Tage danach beurteilen wird, wie weit wir dieser Forderung gefolgt sind. Eine gute Religion ist also eine, die dazu beiträgt, ein gesellschaftliches Miteinander zu fördern, das sich viele von uns wünschen. Ehrlich gesagt fühle ich mich ein bisschen an Feuerbach erinnern. Aber die eigentliche Frage ist, ist es wirklich sinnvoll, hier auf die Rolle der Religion zu setzen? Schon bevor die Religion ins Spiel kommt, denken wir doch, dass die beschriebene Lebensform die besten wäre. Erinnern Sie sich an die Dialektik, die den Überlegungen von Holm Tetens zugrunde liegt. Er formuliert Kriterien dafür, was eine gute Religion ist. Damit weiß er von, also damit legt er Kriterien an Religionen an, die sich nicht aus den Religionen selbst ergeben. Er weiß vorher, was gut ist. Nämlich, dass eine Religion gut ist, wenn sie eine bestimmte Lebensform fordert. Also nochmal, schon bevor die Religion ins Spiel kommt, denken wir doch, dass die beschriebene Lebensform die besten wäre. Brauchen wir deshalb eine zusätzliche Motivation? Eine Lebensform für die beste zu halten, sollte doch Motivation genug sein. Mir scheint es sinnvoller, dass wir erkennen, welche Art von mitmenschlichem Umgang wir selbst wollen und welche Art von mitmenschlichem Umgang auch für uns selbst die beste wäre und dass wir dann für diese Art von Umgang kämpfen. Dabei können und müssen wir nach Mitstreitern suchen, aber auf Hilfe von außen können und sollten wir nicht hoffen. Ein letzter Gedanke. Und du bist an einer Stelle ganz emphatisch geworden und hast gesagt, je nachdem, ob die Antworten auf die von dir formulierten Sinnfragen positiv oder negativ ausfallen, wäre es der Unterschied ums Ganze. Sehe ich nicht. Die erste Sinnfrage hatte damit zu tun, ob wir uns selbst oder ob wir von uns selbst meinen, dass wir ein zufälliges Produkt der Entwicklung des Kosmos und der Evolution sind, oder ob wir glauben, dass dahinter ein Plan steckt, dass wir Menschen entstehen sollten. Ehrlich gesagt, das müssen Sie nicht teilen, ist mir völlig egal. Ich bin der, der ich bin. Ich bin ein Mensch, der über sich selbst und über die Welt nachdenken kann, der auch denkt, dass er frei und selbstbewusst handeln kann. Es ist mir völlig egal, wie es dazu gekommen ist. Es ist jetzt so und danach muss ich handeln. Nach dem, was ich jetzt bin. Die zweite Sinnfrage hatte damit zu tun, wie es damit ist, dass wir uns unter objektiven Normen fühlen und als frei und selbstverantwortlich handelnde Wesen. Wir haben im Vorfeld schon über andere Versionen der jeweiligen Teile des Vortrags geredet und ich hatte Holm vorgehalten, ich halte es keine gute Idee, die Objektivität von Normen auf die Existenz Gottes zurückzuführen, und er hat gesagt, das hat er auch nicht. Also die positive Beantwortung dieser Sinnfrage nutzt im Hinblick auf die Objektivität von Normen nichts. Ich bin ein bisschen skeptisch, dass es diese Objektivität wirklich gibt, aber das ist ein anderes Thema. Wie ist es damit, dass wir uns als freie, selbstbewusste und verantwortliche Handelnde begreifen? Können wir das wirklich nur, wenn es einen Gott im Sinne, so wie Holm ihn geschildert hat, gibt? Nein. Wieder derselbe Punkt. Wir sind die, die wir sind. Und wir sind Wesen, die frei und selbstverantwortlich und selbstbewusst und verantwortlich handeln. Daran ändert eine positive oder negative Sinnfrage nichts. Dritter Punkt, wie ist das mit den unversöhnten, ungesühnten Opfern? Hierzu habe ich eine ganz persönliche Meinung, die auch nicht jeder teilen muss, und die lautet so. Es gibt schrecklichste Verbrechen in der Welt. Es gibt schrecklichstes Unglück in der Welt. Was hilft es wirklich,
wenn den Opfern im Nachhinein Gerechtigkeit widerfährt und wenn sie versöhnt werden. Abgesehen von der Frage, was es heißt, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Naja, wenn sie getröstet werden, fühlen sie sich vielleicht ein bisschen besser. Aber besser wäre es doch, wenn diese ganzen entsetzlichen Taten und Unglücke vorher nicht passiert wären. Also, dass Gott im Jenseits die Opfer trösten wird, ist schön, aber es wäre doch wirklich eine, naja, etwas, was ich von einem, sagen wir mal so, allmächtigen, allwissenden und vollkommen guten Gott erwarten würde, dass er vorher einschreitet und nicht wartet, bis alles passiert ist. Ganz kurz, ich kann nicht sehen, dass die positive Beantwortung der Sinnfragen wirklich so wichtig ist, wie du glaubst. Ich kann mit einer negativen Antwort sehr gut leben. Danke.